Dr. Cavanis Büro. Bei den Augen des Outsiders langsam krieg ich Schiss. Ah, diese beschissene verdammte Irgendwas. Verdammt. Die Tasse. Ich meine, bei den alten Thieves-Spielen war es so, dass die Leute irgendwann wieder aufgestanden sind. Sokolovs Gesundheitselixier. Doch ums Protokoll. Vierter Tag, Monat des Windes, gemischte menschliche Überreste, großer Appetit. Zehnter Tag, Monat des Windes, ein Sack, tevianische Erbsen. Ratten zeigen kein Interesse. Elfter Tag, eine Büchse eingelegtes Wallfleisch, verzehrt. 13. Tag, menschlicher Körper, konnte noch immer Körperteile erkennen. 17. Tag, keine Fütterung, gesteigerte Aggressivität, vereinzelt Kannibalismus. 20. Tag, Vorfall mit Letztdienstmädchen. Werde Fütterung bis zum 1. Tag, Monat der Dunkelheit aussetzen. Da war Nies Vorratskammerschüssel erforderlich. Schlüssel. Ein Vorrat kann man es aber nicht schlecht. Da ist der Schlüssel. Ein Laborschlüssel. Okay, das hätte ich mich vielleicht auch sparen können. Alter. Wow. Heilkräuter. Elixier. Teilschrank. Nix drin. Das war's.
Liegt hier einfach in der Hand. Aber wir haben jetzt auch den Laborschlüssel. Chronische Blutwurst. Morleys Speisen und Gebräuche. Bin in Gristle geboren und aufgewachsen, verbrachte mein prägenden Jahr in so kleinen Städten, bevor ich mich Pracht von Dunwall niederließ. Vielleicht leide ich wie so viele aus Dunwall unter einem Übermaß an Kultur, aber war von Morley enttäuscht. Im weiteren Verlauf dieses Reisetagebuchs werde ich erklären, warum ich das Festival der Butterer so bemühen fand, trotz der großen Banner, Nackenfüßen und roten Roben. Und warum ich, berühmte Ochsenzungen in Aspik, etwas ist, noch viele Jahre zu vergessen versuchen werde. Aspik, ekelhaft. Trauben, Bier. Ach, die sind hier rüber gerannt. Die Ratten. Hier noch was? Natürlich wird alles mitgenommen. Ah, wir können die töten. Weg mit euch. Dritte Gebot. Zeig mir die rastlosen Hände, die schnell zu Gehilfen des Outsiders werden. Frei von ehrbarer Arbeit halten sie zu schäbigen Gewinnen, leeren Streben und Taten der Gewalt. Welchen Wert haben die Hände, die stehlen, töten und zerstören? Setze stattdessen deine Hände an den Pflug, die Gabel und den Spaten, denn selbst die niederste Arbeit drückt die Muskeln wie einen Schwamm, der Unreinheiten aus Geist und Körper entlässt. Gut Deutsch, nicht stehlen. So wie fremdes Eigentum zerstören und andere töten. Stattdessen eine ehrvolle Arbeit nachgehen. Schutzmaßnahmen gegen die Seuche. Holzen. Der Öffentlichkeit kursieren immer noch zahlreiche falsche Vorstellungen, was die Seuche angeht. Es ist nicht wahr, dass die Gallenflüssigkeit der Flusskriecher vor der Infektion schützt. Es ist ebenfalls unwahr, dass zerstoßene Morleoridien ein Heilmittel darstellen, obwohl spekuliert wird, dass beide Ingredienzien in Sokolovs Elixier und Pierres Arznei zu finden sind. Nur wer diese Produkte einnimmt, bevor er sich der Seuche aussetzt, ist sicher gegen dieses geschützt. Diese geschützt. Darüber hinaus warnt er jedermanns Orden vor abergläubischen Praktiken. Es ist nicht nur wirkungslos, zwei Hexenfische und eine Katze gemeinsam zu verbrennen, die Namen der an der Seuche Verstorbenen zu rezitieren, darum man die dabei entstehenden Dämpfe inhaliert. Es wird von den Aufsehern auch als Ketzerei angesehen, mit der vollen Härte des Gesetzes unbestraft wird. Sagen Sie es Ihren Nachbarn und halten Sie sich selbst dran. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den Infizierten. Nehmen sie täglich ihr Elixier zu sich, vorzugsweise morgens. Und melden sie jeden, der sich so verhält, als sei er mit der Seuche infiziert. Alle müssen zusammenarbeiten, um die weitere Ausbreitung zu stoppen. Googeln. Keine Diamanten, keine Ringe.
den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt. Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? War knapp. Büste des Lordregenten. Eine Elixier. Betäubungsbolzen. Du kannst keine Mission dieses Typs mehr tragen. Verdammt. Ich bin schon wieder zu vorsichtig. Gavanis Tag. Taschenuhr des Murrays. 50. Wenigstens etwas. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der größten Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas tivianischen Rotweins. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum diese Information jetzt kommt. Vielleicht irgendein Tresor. 287 oder 2807 oder 728. Ja, genau, geh hoch. Was? Oh nein. Oh, das wollte ich nicht. Der Reflex. Das war ein Reflex. Ausdauer. Kommt sie gleich. Gegangen. Was soll ich jetzt machen? Was? Nein! Ich brauche Hilfe! Oh, bitte! Nein, nein, nein! Moment, ich kann es noch besser. Ah, ich fange schon wieder damit an. Über der Plektel. Jetzt will ich es auch perfekt machen. Muss die Fähigkeit geben, unentdeckt klauen zu können. Ausschlüssel. Die warten wahrscheinlich auf den Doktor, habe ich das Gefühl. Halt, ein bisschen auffrischen.
Hier war wahrscheinlich der Schlüssel. Könnte natürlich auch alarmgesichert sein. Das weiß man nicht. Karte Schwerenbucht. 75. Zwei, acht, sieben. Waren. Perfekt. Hier Brot. Tür zum Boulevard. War die Truhe schon auf? Wir müssen die Etage weiter hoch. Nehme ich mal. Auch wenn ich den schon habe. Verehrte Mrs. Benton, das ist die Haushälterin. Wenn Sie mein Arbeitszimmer reinigen, würde ich Sie darum bitten, Ihre Arbeiten strikt auf den Fußboden zu beschränken. Vermeiden Sie unbedingt, ein Bücherregal zu säubern oder zu ordnen. Am besten, Sie lassen es einfach links liegen. Ansonsten müsst ihr die Modalitäten Ihres Beschäftigungsverhältnisses überdenken. Yes? Da ich ein paar Tage außerhalb der Stadt zu tun habe, habe ich Ihre Bezahlung für die kommende Woche gleich dazugelegt. Die Bank hatte bereits geschlossen, so ist es leider nur die Hälfte. Sie bekommen nächste Woche selbstverständlich den Rest. Meinen Sie unbedingt, mein Bücherregal zu säubern? Oh, zu ordnen. Okay, dann machen wir das. Dr. Calvins Labor. Unrattenfötus. Rohrgeräte, Teetasse. Walöl mitnehmen. Globus.
Weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich jetzt nehme. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Jedes arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kisten und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch nach... noch wie Hexenfischeingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir schon von diesen Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren und habe noch nie einen von denen hier unten rumkommen sehen. Nächstes Mal werden sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten, und zwar sind die Flusskrieger daran schuld, haben sich in die Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern, er oder wir. Den werden wir wahrscheinlich auch noch umbekommen. Solche. Ich hatte kurz vibriert geguckt. Über ein Jahr studiere ich nun schon diese verfluchte Seuche. Haben tausend von Ratten gesammelt und sitzt hier. Aufgrund ihres kurzen Fortpflanzungs- und Reifzyklus war es möglich, ihre Generation zu züchten. Wir haben es ja vorhin schon gelesen. Natürlich werden hier die Ratten, die Plage, als Waffen gezüchtet. Kommt euch sicher bekannt vor. Also ging nach hinten los. Wenn meine Forschung weiterführen, auf jeden Fall bin ich der lebende Beweis, dass Sokolovs Elixier und Pyrrhus Arznei sehr effektiv gegen die Seuche schützen. Wenn man genug davon nimmt. Badezimmer. Vergiftet das gefälschte Elixier der Bottles. Ja, das machen wir doch. Da haben wir doch, das ist doch noch was. Mana Elixier. Flaschen. Klasse. Bis auf den Typen hier, der uns ein bisschen geschadet hat, klappt das ja ganz gut.